Ja, wie soll man nun eigentlich anfangen mit dem Thema Laufen? Eine sehr gute Frage. Am besten ist, man fängt überhaupt an. Ich kenne viele Leute, die sagen, ich würde ja gerne. Wenn das nicht so schwierig wäre. Nein, Laufen ist nicht schwierig. Laufen sollen tun wir eigentlich Tag für Tag. Wir sind auf zwei Beinen unterwegs und bewegen uns vorwärts. Also man sollte keine Klausur daraus machen oder irgendwelche Tricks und Wunder erwarten, wie es auf einmal funktioniert, dass man zum Beispiel eine Stunde durchlaufen kann. Das geht nur mit regelmäßigem Training. Eins, was man eigentlich beachten sollte, ist, dass man sich anfangs nicht überfordert. Ich habe da schon schlechte Beispiele gesehen. Ja, genau den Fehler, den machen die meisten. Die laufen einfach los mit vollem Tempo und glauben, dass sie sich damit was Gutes tun. Nee, das tun sie eben nicht. Das führt dazu, dass man außer Atem kommt, dass der Körper total ausgepowert wird und dass man die Lust daran verliert. Leute, ihr solltet es einfach nicht übertreiben. Wichtig beim Laufen ist, dass man noch richtig durchatmen kann. Dass man, ich sag mal so, die optimale Lauffrequenz ist so, wenn man sich beim Laufen gerade so noch unterhalten kann. Dann passt es. Dann läuft man richtig und seid euch nicht dafür zu schade, dass ihr anfangs gegebenenfalls mal Laufpausen macht. So hat fast jeder angefangen. 2 Minuten laufen, 1 Minute gehen. Guter Anfang, oder? Ein Irrglaube ist es übrigens, dass man für das Laufen irgendwelche riesengroßen Vorbereitungen treffen muss. Ihr braucht am Anfang keine Laufuhr oder multifunktionale Pulsuhr, die euch am Handgelenk da dran macht, und die euch eigentlich, nur noch mehr Kirre macht, als wie das Drumherum, was ihr sowieso schon, habt, was euch nervt. Nein. Trennt euch von diesem ganzen Schnickschnack. Von wegen, ihr müsst jetzt unbedingt gerade funktionelle Laufbekleidung euch holen, dies, das, jenes. Das Einzige, wo ich drauf bestehen würde, wäre vernünftige Laufschuhe. Das muss sein. Weil mit einem falschen Laufschuh kann man sich ruckzuck die Füße kaputt machen. Alles andere ist eigentlich scheißegal. Wegen mir könnt ihr in der Jeanshose joggen oder auch im Nachthemd. Wenn es euch bequem ist und Spaß macht, so macht's doch einfach. Aber macht euch bitte nicht zu viele Gedanken. Ja, für den Anfang fürs Laufen sollte man sich eine schöne flache Strecke aussuchen. Das macht es einem irgendwie einem für einen einfacher. Steigungen gehören natürlich auch dazu, das kann man später machen. Und ich sag mal so, da wo man heute noch Lauftreppepausen macht, macht man dann später mal Sprints. Das nennt man Intervalltraining. Aber das ist alles ferne Zukunftsmusik. Erstmal wollt ihr 1 Stunde durchlaufen. Wichtig ist eigentlich auch, dass ihr euch aufmacht und regelmäßig trainiert. Es bringt euch nichts, wenn ihr mal lauft und dann tut er mal wieder 4 Wochen nichts machen. Da verpufft der ganze Effekt. Auch zu viel des Guten ist schlecht. Nur weil ihr jetzt euch heute gut gefühlt habt, müsst ihr nicht morgen gleich schon wieder laufen. Muskelaufbau beginnt in den Ruhephasen. Und da erst hat der Körper die Möglichkeit, sich dem Training anzupassen. Also, merke, niemals übertreiben und Regelmäßigkeit. Das ist das A und O. Ja, und sollte es euch doch mal erwischen, dann macht ganz einfach Pause. Pech nennt man die Regel. Bei Verletzung läuft man nicht. Bei Krankheit läuft man nicht. Atemwegserkrankung. Ich kenne viele Läufer, die mir immer einen erzählen wollen, ich hätte keine Erfahrung. Nein, mit einem Infekt geht man nicht laufen. Ein Infekt bedeutet im Zweifel, dass dieser auf andere Stellen wie das Herz oder andere Organe überspringen kann. Und das kann richtig gefährlich werden. Also passt auf, dass ihr beim Laufen gesund seid. Im Zweifel, wenn ihr euch nicht sicher seid oder irgendwelche Vorerkrankungen habt, dann sprecht vorher mit eurem Arzt. Der wird euch sagen können, ob ihr Sport machen könnt. In der Regel wird er ja sagen. Er wird euch auch die Grenzen vorgeben, was ihr vielleicht nicht machen solltet. Aber es gibt fast keinen Grund, warum man nicht irgendwie in irgendeiner Form
Bewegung mit im Alltag einbauen sollte. So was Schönes wie bei mir hier im Hintergrund, das kann man doch wirklich nur in der Natur haben. Und auf der Couch sitzt man doch auch viel genug. Also, rausgehen, laufen, bisschen bewegen. Es muss ja nicht unbedingt ein schnelles Tempo sein. Jeder, der rausgeht und laufen geht, egal wie langsam, ist immer noch fitter als derjenige, der auf der Couch versumpft und sich nur die Sportschau anguckt. Wusstet ihr, dass beim Laufen das Mehrfache eures Körpergewichtes auf euren Gelenken einwirkt? Ja, wenn ich jetzt jemanden wie mich nehme, mit einem Gewicht so um die 150 Kilo zurzeit, und wir reden davon, dass da bis das Siebenfache des Körpergewichts ist weit über eine Tonne, die auf Kniegelenke, Hüftgelenke und so weiter einwirkt. Daher der Tipp, sucht euch einen Weg mit einem schönen weichen Untergrund. Nicht unbedingt Asphaltstraße oder irgendeinen geteerten Weg oder gepflasterten Weg. Guckt mal bei euch in der Umgebung. Vielleicht gibt es, wie ich es hier habe, einen schönen Weg um eine Seenformation oder um einen Teich oder einen schönen Wanderrundweg, der eine gewisse Strecke hinter euch bringt, und nehmt den für den Anfang. Ja, ich weiß, aller Anfang ist schwer. Am Anfang werden die Ausreden überwiegen. Ich habe heute keine Lust, ich habe heute schwer an der Arbeit gerüdet. Übrigens da. Für sowas ist Laufen ein gewisser Ausgleich. Eine halbe Stunde Laufen, das schafft es euch, von den Alltagsproblemen runterzukommen. Es lenkt ab und sorgt dafür, dass wir uns besser fühlen. Ja, dafür werden auch genügend Endorphine und so weiter ausgestoßen, die dafür sorgen, dass man sich während des Laufens und auch noch eine ganze Zeit danach deutlich besser fühlt, als wenn man sich einfach auf die Couch hingefläzt hätte. Und wenn ihr trotzdem glaubt, ihr schafft es nicht, regelmäßig laufen zu gehen können, dann baut euch doch Hilfen ein. Lauft mit jemand zusammen, vereinbart regelmäßige Termine. Dann wird es schwieriger für euch abzusagen und das Training verlegen oder ausfallen zu lassen. Oder sucht euch für den Anfang eine Laufgruppe. Viele Sportvereine bieten sowas an, oder fragt mal bei eurem Physiotherapiestudios nach. Auch oftmals gibt es da ausgebildete Lauftrainer, die irgendwelche Walking-Gruppen oder Laufanfängergruppen betreuen. Es lohnt sich für euch auf jeden Fall, weil die Ausdauer wird besser, die Pumpe, die wird wieder fitter, und letzten Endes, ja, Laufen sorgt auch mit dazu, dass die ein oder anderen Funde fallen können. Dafür muss man sich aber auch gesund ernähren. Und dafür erfahrt ihr bei mir im Blog und in meinem Videolog auch genug. Also, probiert es doch einfach mal selber aus. Wie gesagt, es ist nicht so schwer. Man muss nur ein Bein vor dem anderen setzen. Das Einzige, was schwer ist, ist der erste Schritt. Man muss ihn nur machen. Und oftmals reicht das schon alleine aus, dass man wieder vor die Tür kommt und die nächste Läuferkarriere geboren wird. Also, mir macht Laufen Spaß. Vielleicht in dem Sinne sehen wir uns demnächst auf irgendeiner von den vielen Laufstrecken, die es gibt. Lassen wir uns mal überraschen, oder? Ja, und ganz ehrlich, auch wenn ich euch empfehle, langsam zu machen, am Ende eines Laufes, wenn ihr immer noch genug Luft habt, dann könnt ihr auch ruhig mal einen Endspurt machen, so wie ich jetzt. Also, in dem Sinne, bis zum nächsten Beitrag. Euer Thunderhawk.